dem Moment, wo du oben bist, liegst du im Grab. So schaut's aus. Wirklich oben bist du nie. Also wirklich oben würde bedeuten, du bist im ewigen Glück. Und das ewige Glück gibt es einfach nicht, weil dann war das Leben langweilig. Wenn jemand glaubt von sich selber, dass er jetzt wirklich oben steht, dann kommt der harte Fall. Das ist vorprogrammiert. Du musst vernünftig bleiben, einen klaren Kopf bewahren und dich konzentrieren. Wohin würdest du fallen? Würde dich das Seil vor dem Aufprall stoppen? Du musst all das bedenken und das hilft dir, die Angst in den Griff zu bekommen. Wenn du anfangen würdest zu zittern, wärst du erledigt. In der ersten Woche des Drehs bricht ein Fels aus und Alexander haut 20 Meter runter. Das war dann schon auch unfassbar für mich zu sehen, dass der so einen 20-Meter-Sturz, den eigentlich von 100 Leuten vielleicht 95 gar nicht überlebt hätten, mit so fast leichten Verletzungen überlebt hat. Es ist schon so, dass er eigentlich hätte tot sein müssen, das war uns allen klar. Und insofern war es wie eine Neugeburt, also es war sein erster Geburtstag, er hat sein Leben nochmal begonnen. Beim Runterklettern, so 2 Meter über mir, ist der Griff ausgebrochen. Und dann ist er erst noch so runtergerutscht und dann ist er noch so einen halben Meter, Meter neben mir auf einmal vorbeigesegelt. Und ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt ist er hier. Also es ist wirklich sau hoch gewesen. Und aber tatsächlich hat er sich während dem Fliegen derartig koordiniert sofort umgedreht, hat geschaut, wo er hinfällt und ist auf beiden Füßen gleichzeitig aufgekommen. Ja, und jetzt sind wir froh, dass nichts passiert ist. Das ist echt der Wahnsinn. Alexander. Das ist echt der Wahnsinn. Aber sowas Grausiges brauche ich nicht nochmal. Ja. Das war jetzt furchtbar. Es waren einfach spannende, sehr anstrengende Stunden, die wir da verbrachten. Und am nächsten Tag sagte ich, lass uns noch 3-4 Tage hier drehen, Landschaften und das abzurunden, auch ihn, wie er dann die Entscheidung trifft, nach Hause zu fahren. Dann war das in meinem Kopf der erste Teil eines Films, der dann aber auch fortgesetzt werden kann. Und aufgrund der Entscheidung, dass er dann nach einem Monat, anderthalb Monate zu Hause geübt hat, in Berchtesgaden, wo ich auch hingefahren bin, die beiden Brüder in ihrem sozusagen Hochpunkt ihres Konfliktes, den sie ausgetragen haben miteinander. Boah, gibt's das? Aber dann entschieden haben, dass sie nach Patagonien fahren, diese große Traverse zu machen, die bisher noch kein Mensch machte, nämlich die Cerro-Toro-Gruppe zu überqueren. Und ich wusste, ich muss damit hin, ich mache einen Film über die beiden. Wir waren ein kleines Team, wir hatten ja kaum ein Budget. Am Ende der Welt, diesen klimatischen Bedingungen ausgesetzt zu sein, auch diesen psychischen Bedingungen, ständig Regen, diese heftigen Winde, auch zu wissen, dass danach, nach diesem Berg, nur noch die Antarktis folgt, das Inlandeis. Das ist schon, wenn man es nicht erlebt hat, kaum nachzuvollziehen, aber das geht so richtig auf die Nervenstränge. Patagonien.
Patagonien ist für alle ein Extremzustand, das man eigentlich nur begreift, wenn man mal da war. Man ist dann 24 Stunden in Wind und Kälte und alles, was man dort macht, braucht Zeit. Einen Kaffee zu kochen, Schnee zu schmelzen, Astronautenfutter zu sich zu nehmen. Plötzlich bekommen Kleinigkeiten großen Wert. You can do it in Espanol, you can do it in English, whatever. Das Problem in Patagonien ist, dass das Wetter extrem schnell umschlägt, dass es dann Stürme gibt. Und das geht sowas total auf die Psyche, dass man wahnsinnig wird. Yes, very much. It's like difficult. What's the meaning of it? Professional, professional. Das Interessante bei so einem Film, von dem man ja nicht weiß, wie er ausgeht, ist ja, dass man ganz verrückte Menschen kennenlernt. Und ich habe natürlich auch viele Leute auch getroffen, die mich irrsinnig fasziniert haben. Unter anderem eben in Patagonien den Toni aus Osttirol, der so besessen ist, diesen Berg zu klettern. Wenn du immer alles hast, du hast einen Wasserhahn daheim, du hast einen Bierhahn, kannst essen, was du willst, irgendwann bist du unzufrieden. Dann bist du schon mal eine Weile auf dem Berg oben, wo das alles nicht hast. Wo man da träumt, einmal ein Glas Bier zu trinken oder sowas. Da bist du gleich einmal viel zufriedener und bescheidener. Als wie man in einer Zivilisation ist. Und dann komm ich wieder gern und zufrieden heim. Als kleiner Bub habe ich bei einer Bergmesse beigewohnt. Und da haben sie Geschichten erzählt über den Toni Ecker und über den Gero Tore. Der Toni Ecker war damals also ein faszinierender Bergsteiger, ein guter. Und irgendwann hat er dann den Tore bestiegen. Und die ganzen Geschichten über den Toni und über den Gero Tore, was sie damals bei der Bergmesse erzählt haben, die haben mich so fasziniert, sind so in meinem Kopf drin geblieben, dass ich mit 6 Jahren gesagt habe, den Berg möchte ich einmal besteigen. Seit der Zeit finde ich keine Ruhe mehr. Ja. Ich komme immer wieder her und versuche, den Weg zu gehen, den vielleicht der Toni Ecker schon einmal geklettert ist. Ich glaube, er wird auch wirklich sich selber und seine Ruhe erst finden, wenn er diese Originalroute von Egger geklettert ist. Und auf den Moment warte ich. Und der Kimp, wie Samen im Gebet. Nicht? Ja, logisch. Ja. Toni und Thomas sind Geistesverwandte und man spürt die Besessenheit, man spürt diesen leichten Wahnsinn, aber gleichzeitig auch die Klugheit, die Welt.